Hallöchen und herzlich willkommen in der zweiten Woche vom American Truck Simulator. Ich habe mir wieder eine Fahrt organisiert, ganz klar, und wir fahren diesmal doch schon ein bisschen länger. Wir haben ja so einen kleinen LKW und eine Schlafkabine und wahrscheinlich wieder so einen riesigen Anhänger. Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt. Nö, geht. Passt so. Wow, Vorsicht. So, Licht an vielleicht, wäre nicht schlecht. Von da kann keiner kommen, von da wird auch keiner kommen. Oder? Es ist doch ein... Alter! Alter! Was ist das denn? Das Ding hat hinten... Das Ding hat hinten noch eine Lenkachse, ne? What the f... Was? Oh Gott, was ist... Was ist das? Guck dir das an, das Ding hat hinten noch eine Lenkachse. Das Ding hat hinten noch eine Lenkachse. Was? Was ist das denn? Alter! Alter, oh Gott. Ist das überhaupt eine Lenkachse? Ich glaube, ne? Das sieht auf jeden Fall schon mal so aus. Wir müssen mal gucken. Lenkt das jetzt mit? Ja, so ganz minimal lenkt das Ding tatsächlich mit. Oh mein Gott. Das ist doch vollends übertrieben. Ja, das Ding lenkt mit. Och, Alter. Was habe ich denn da für eine Fahrt organisiert? Um Gottes Willen. Leaving Prim. Oh, schade. Haben wir schon die ganzen Pulverbanditen besiegt? Entschuldigung. Diese Anspielungen an Fallout New Vegas werden wir hier wahrscheinlich nicht los. Ich muss auch noch immer noch ein Let's Test zu machen. Ich weiß es doch. Ich muss auch so viel machen. Aber soll das mal... Ein letztes Test noch von einem aktuelleren Spiel kommen. Was jetzt nicht heißt, dass ich von irgendeiner Spieleschmiede angeschrieben wurde, dass die meinen, dass sie in der nächsten Zeit ein Spiel veröffentlichen und ich das schon mal vorher spielen darf. Das heißt es natürlich nicht. Das wäre auch irgendwie merkwürdig, wenn das schon so wäre. Bei 15 Abonnenten wäre das merkwürdig. Ich meine, welcher... Publisher würde sich hinsetzen und sagen, so, wir suchen jetzt mal nach jemandem, nach einem YouTuber, nach einem Let's Player mit 15 Abonnenten. Und dem gibt man das Spiel, dass er das schon vorher mal spielen darf. Das wäre irgendwie merkwürdig. Also ehrlich gesagt, fände ich das gar nicht so schlecht, auch mal so einem kleineren YouTuber sowas zu geben, einfach, weißt du? So richtig große YouTuber, da müssen wir jetzt wieder Gronkh nennen zum Beispiel. Oder Sarata oder so, diese Richtung. Also die kriegen ja nicht immer, aber ziemlich oft so Presseversionen von irgendwelchen Spielen oder so Vorabversionen oder was weiß ich was. Warum gibt man das nicht einfach mal jemanden, der so 500 bis 1500 Abonnenten hat? Das wäre irgendwie, weiß ich nicht, wäre irgendwie interessant. Da könnte man quasi auch den kleinen Mann mal ein bisschen unterstützen. Das klingt falsch. Also den kleinen YouTuber könnte man da vielleicht mal ein bisschen unterstützen. Irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Gut, andererseits, wenn man das jemandem gibt, der natürlich 4 Millionen Abonnenten hat, da werden halt mehr Leute erreicht, als bei jemandem, der 1500 Abonnenten hat. Das ist schon klar. Ich fände es aber trotzdem irgendwie, finde ich gar nicht so schlecht, muss ich zugeben. Ich fände das schon nicht schlecht. So, da holt einen Rettungswagen. Ah, schön. Schade, dass sie nicht mal mit Sondersignal fahren, ne? Mit Sirene, ist eigentlich falsch. Mit Sondersignal. Fände ich irgendwie geil. Oder auch mal so Feuerwehr, dass so eine Engine, also so eine Fire Engine mal vorbeikommt. Hier vorbeifährt, das wäre voll geil. Wir sind übrigens zu schnell. Sehe ich, also jetzt gerade, wo ich den Polizisten da gesehen habe. Ich dachte, da können wir vielleicht mal ein bisschen bremsen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch müssen. Wir können aber mal gucken. Ah, 6,5 Stunden noch. Alles klar, mit diesem... Was ist das? Was? Warum? Ich weiß es, ich weiß immer noch. Was ist das für ein Anhänger, verdammt? Das ist total übertrieben. Aber so richtig. Ach, guck mal, Barstow. Wir sind schon wieder ein bisschen zu schnell. Aber es hält sich in Grenzen. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Ich dachte, so willst du machen. Ich bin selber Ossi. Ja. Der Witz ist eigentlich auch nicht lustig.
Das gehört ja nur die Region Flachwitze. Ja, dann passt das auf meinen Kanal, möchte ich sagen. Jetzt, also das Witzniveau ist mit diesem Witz aber so durchschnittlich wieder so ein bisschen gestiegen. Es ist nicht mehr ganz so unterirdisch, aber es ist immer noch unterm Keller. Also damit müssen wir jetzt wohl leben. Da wird sich nichts dran ändern. Ich könnte jetzt noch eine Reihe Flachwitze bringen, aber... Nee. Da schaltet ihr, glaube ich, freiwillig ab, wenn ich diese richtig... Das sind so richtig schlechte Flachwitze einfach. Es sind richtig schlechte Flachwitze. Die möchte, glaube ich, niemand hören. Hey, eine Wiegestation. Hehehehe. Ich mach mal das Ding an. So, tanken müssen wir nicht. Nö. So, wir schieben uns hier mal so auf das Ding. Bup. Da passt der LKW doch niemals komplett drauf. Ich habe nichts gesagt. Ach, Sie können Ihr Fahrzeug für 10 Dollar wiegen lassen. Das ist ja nett. Alter, 76.500 Pounds? Sind das Pounds? Ja, ne? Leck mich am Arsch. Wie viel sind das? Das müssten auch so... Müssen das so 40 bis... Irgendwas zwischen 40 und 50 Tonnen sein? Alter. Müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie mal so eine Tabelle finde, wie das umgerechnet wird ungefähr. Ich weiß es bei diesen Pounds nicht. Muss ich ehrlich gesagt, also muss ich jetzt mal so zugeben, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wie viel waren es? Ich glaube 355 Pounds sind, waren das irgendwas um die 160 Kilo? Ich glaube 162 Kilo oder sowas. Oder 163. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie eine Tabelle gibt, wo man es umrechnen kann oder so. Na komm, LKW, gib Gas. Ne, hier geht's doch vorwärts. Da müsste es doch eigentlich jetzt ein bisschen vorankommen, Mensch. Also, hier geht's vorwärts. Also geradeaus. Also nicht irgendwie einen Berg hoch oder so. Der Anhänger so voll übertrieben einfach irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie, also... Das heißt, ich glaube, die Fracht wiegt auch so an sich schon genug, ne? 41.500... Ja! Das, ja, ich sag da nichts zu. Alter Schwede, das ist voll übertrieben viel. Ach, hier ist eine Ampel. Oh, Entschuldigung. Überhaupt nicht mitgekriegt gerade irgendwie. Schön, wie einfach niemand abbiegen möchte. Es ist schon toll. So, jetzt geht's für uns wieder vorwärts. Oh, nehmen uns die Polizei. Ich meine, was will sie machen? Wir haben jetzt unser Fahrzeug wiegen lassen, wenn wir das irgendwie gar nicht wiegen müssen. Wenn ich das gerade jetzt richtig verstanden habe, ne? Komisch, ich dachte, man muss die wiegen lassen auf den Wiegestationen. Nicht man kann, sondern man muss. Aber gut, dann halt nicht. Ne? Dann nicht. Diese Blinker, ne? Die einfach aussehen wie so ein Bremslicht. Wo irgendwie so ein Bremslicht einfach kaputt ist. Stell dir mal vor, du hast wirklich ein Bremslicht kaputt und bremst dann. Und alle halten das einfach für einen Blinker auf einmal, weißt du? Weil das irgendwie genauso aussieht. Abgesehen davon, dass das Bremslicht normalerweise nicht blinken sollte. Gut, okay, sag mal, das eine ist kaputt und das andere hat einen Wackelkontakt. Dann hast du ein Problem, weil alle denken, ach, der will abbiegen. Dabei willst du vielleicht gar nicht abbiegen. Das wäre irgendwie scheiße. Ach, guck mal, das ist doch der Hügel, den wir sonst immer hochfahren. Schön, dass wir endlich mal runterfahren dürfen. Boah. So, ich hoffe, der Retarder arbeitet gut. Arbeitet er nicht. Da muss ich mal so ein bisschen manuell nachbremsen, wie ich sehe. Das ist natürlich nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, wenn die Folge jetzt kommt, ist da das Let's Test, was ich meine, schon draußen? Ich meine nicht. Das hätte ich ja gesagt, sonst kann ich den Namen schon verraten, aber andererseits, ich bin mir nicht sicher, wenn ich das rausschmeiße und ich glaube nicht, dass das gleich Montag sein wird.
Also einfach mal überraschen lassen. Ne? Let's Test Rubrik ist auf meinem Kanal, auf der Kanal-Hauptseite quasi. Fast ganz unten. Ne? Da müsst ihr einfach mal gucken. Und einfach mal überraschen lassen. Ja. So. Heute übrigens ausnahmsweise mal kein Energy Drink, ne? Also wie gesagt, ich mache ja immer zwei Folgen nur. Achso, es ist grün. Toll, es hat sich voll gelohnt. Anja kommt rum. Ja. Wie gesagt, ne, ich mache ja jetzt immer so zwei Folgen am Stück. Von allem, was ich aufnehme eigentlich. Soweit habe ich mir das jetzt auf jeden Fall gedacht. Ob das jetzt so passt, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Energy Drink aufgemacht. Dabei ist das die erste Folge der Aufnahme für heute. Naja, was auch immer. Ist halt Montag, wenn die... Heute ist gar nicht Montag, wenn die Folge rauskommt. Ich bin ja blöd. Heute ist Mittwoch. Was rede ich denn da? Heute ist nicht Montag. Heute ist Mittwoch, wenn die Folge rauskommt. Ja, manchmal klemmt's. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch zwei Folgen da habe, die dann noch wieder Montag und Dienstag kommen. Warum ich jetzt bei Montag war, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Mittwoch, wenn die Folge rauskommt. Ja, das so viel dazu. Ja. Oh, wir sind übrigens zu schnell. Hey, oh geil, Hamburgers. Geil. Jetzt zu Barneys anstatt Roder. Oh, geile Burger. Boah, könnte ich jetzt essen. Boah, geil. So einen fetten Madness-Burger mit einfach nur 1 Kilogramm Fleisch. Und da kommt noch Salat dazu und Brötchen. Und French. Wie heißen die Dinger? Oh, wie heißen die denn? So französische Fritten, weißt du schon, die so breit sind, weißt du? Weiß gar nicht, wie die heißen. French Fries oder irgend sowas? Boah, geil. Also die French Fries, nicht so ein 1 Kilo Fleischburger, boah, ist voll eklig. Das ist echt eklig. So ein normaler Burger reicht eigentlich. Die haben 180 Gramm Fleisch. Boah, ist total geil. Und ist halt nicht so, ist nicht so eine Scheiße wie bei Mc's, weißt du? So ein Schlabberbrötchen und so ein irgendwie Nicht-Hackfleisch. Buletten-Ding, das ist mega widerlich bei Mc's. Boah, ist puh. Oder bei Burger King. Puh. Das soll nicht halt, also. Ich möchte sagen. Also, ich sag von mir aus auch, ich werde da nie wieder irgendwas essen. Aber ich kann nicht sagen, ich hätte nie, weil sonst würde ich nicht wissen, dass das Zeug da eklig ist. Aber man muss zugeben, diese McRib-Soße. Soße, Entschuldigung. Die ist voll geil. Die ist richtig geil. Das muss man schon sagen, die ist geil, aber sonst, da hole ich mir nicht mal mehr irgendwie eine Cola oder sowas, ganz ehrlich. Das ist wie Nestle, das boykottiere ich auch zutiefst, möchte ich sagen. Gründe, ja warum wohl? Ja, weil so Menschenfreunde einfach sind, aber das weiß man bestimmt schon. Das ist bestimmt schon irgendwie geläufig, den meisten. So, hier müssen wir runter. Das heißt, den Rest auf der Landstraße, oder was? Bakersfield, Oxnard. Wir müssen doch gar nicht... Ach doch, Oxnard. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wir müssen doch weder zu dem einen noch zu dem anderen, aber... Übrigens ist der Tank leer. Warte. Wir müssen mal da lang abbiegen. Ja, wir kommen nur noch 78 Meilen. Ja, das reicht genau nicht. Das ist natürlich toll. Das reicht genau nicht. So, gucken. Nö, die Achse hinten scheint doch nicht mitzulenken, ne? Aber warum ist die denn da? Ob man die irgendwie kann man die irgendwie zuschalten, sag mal? Das interessiert mich jetzt. Oh, das war Quatsch. Hier. Kann man die da zuschalten? Hochschalten, runterschalten, Getriebewechsel, Motor anlassen. Entschuldigung, aber es interessiert mich jetzt wirklich. Achse heben, senken. Tempomat, Wiederaufnahme, Anzeigemodus, Navikartenmaßstab, Cockpit-Fahrtinfo. Nö. Schade. Ich hätte gedacht, dass man die irgendwie noch... Hätte ich jetzt ehrlich gesagt doch gedacht, dass das geht, ne? Muss ich jetzt so zugeben. Ich hätte gedacht, dass das geht. Bin ich ehrlich.
So, ich hoffe, das ist jetzt nicht die Tankstelle, die ich denke, dass es ist. Es ist so eine. Oh nein. Oh Gott, da werden wir niemals wieder rauskommen. Oh schön, da steht noch ein Feuerwehrhydrant. Das heißt, wir kommen nicht mal so richtig... Oh, scheiße. Oh oh. Naja, das wird lustig, Freunde. Das Problem ist, wir müssen halt auch ausgerechnet hier gleich rein, weißt du? Wobei, es könnte gehen. Es könnte klappen. Doch, das müsste klappen. Alter, 2,82. Allerdings für eine Gallone, ne? Ja, eine Gallone. Hm. Ja. Ist im Vergleich zu Deutschland, ist es tatsächlich billig, muss man sagen. Da passen aber nicht viele Gallonen in den Tank, Freunde. 150 Gallonen, das ist nicht sonderlich viel. 700 Meilen kommt man damit, nur in Anführungsstrichen. Das sind auch 1400 Kilometer. Einerseits 150, das muss man ja mal 4 noch rechnen. Oh, um die Kurve kommen wir, glaube ich, nicht rum. Das muss man ja noch mal 4 rechnen, dann sind wir bei 600. Also 600 Liter, gut. Es ist tatsächlich kleiner. Es sind kleinere Tanks als im Eurotruck 2 tatsächlich. Aber man kommt, na gut, nee, man kommt, doch, man kommt mit Anhänger ungefähr genauso weit, ne? Damit, Anhänger kommen wir, glaube ich, auch so 1500 Kilometer, ne? Kommen wir hier auch. Gut, wir haben halt nochmal vollgetankt, wir mussten leider, wir wären dann nicht hingekommen. Mit leerem Tank, ist ein bisschen kacke geworden. Wir müssen nur gucken, dass wir, warum blinke ich denn? Erstens, warum blinke ich? Und zweitens, warum kriege ich die Kurven eigentlich nie hin? Ich habe nie diese Kurven geschissen, das gibt's gar nicht. Höp, los geht's. Dankeschön fürs Warten. Entschuldigung. Diese Kurven, ne? Kriege ich nie geschissen. So, da ist wieder FedEx unterwegs. Wehe, du siehst raus. Boah, ich hab's genau gewusst. So, die Polizei wird hoffentlich warten. Ja, die wartet. Das ist ja freundlich, aber der weiß ja, wie er sich im Verkehr benehmen soll. Muss. Also, weißt du schon. Gut, andererseits, wir waren noch so weit weg. Da konnte der FedEx jetzt nochmal rausziehen. Was soll's. Wir überholen den ja eh nicht, weil wir nicht dürfen. Andererseits muss ich auch sagen, hier müssen wir gar nicht überholen. Weil die entweder genauso schnell wie wir sind oder schneller. Das ist total geil. Die fahren halt nicht irgendwie so auf der Landstraße auch eine 50 oder so, weißt du? Also davon, dass hier auf der Landstraße auch für LKWs halt 80 sind einfach, ne? Also Landstraße, ne? Weißt du schon. Ja, ist schon geil. Das ist schon geil. Ich glaube, wir sind hier schon mal lang gefahren, ne? Kann das sein? Wenn ich... Ja, doch. Ich kann mich dran erinnern. Hm, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles hätte auch irgendeinen voll übertrieben langen Namen eigentlich, ne? Los Angeles ist eigentlich nur die Kurzform. Hui, hui. Hör auf. Tut mir leid. Dumm. Gitarrensolo. Alter, ich habe heute noch keinen Energy Drink getrunken und ich bin trotzdem so drauf. Es liegt nicht an den Energy Drink, an den Energy Drinks. Meine Güte. Es muss an irgendwas anderem liegen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie vor der Aufnahme... Aua. Voll die Zähne gerade aneinander geschlagen beim Reden, das ist mir noch nie passiert. also... Es soll nicht heißen, dass ich irgendwie vor der Aufnahme Alkohol trinke oder Drogen zu übernehmen, das kannst du ja voll knicken. Alkohol... Ja, wie gesagt, nur zu besonderen Anlässen eigentlich. Und Drogen schon mal gleich gar nicht. Das muss... Das geht nicht. Auch wenn man sagen muss, das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie komisch, aber Hanf, muss man sagen, ist schon relativ nützlich. Nicht, weil man es rauchen kann und davon high wird, sondern weil man daraus Klamotten herstellen kann, man kann daraus Papier herstellen. Ein Hektar Hanf. Uah, Alter. Bringt so viel Papier wie 4 Hektar Wald. Das ist schon krass, ne? Das muss man sich mal überlegen. Und abgesehen davon könnten halt Krebskranke, also jetzt mal Krebskranke zum Beispiel, es gibt dann noch andere, die davon Nutzen haben, zum Beispiel ihre Schmerzen auch lindern. Ne?
also eine Chemotherapie und so, das ist ja nicht so ganz angenehm. Das kann man damit tatsächlich lindern mit Hanf. Deshalb ist das ja ist es in den USA, ich glaube in den USA ist es erlaubt. Ne? In den USA ist es als Medikament erlaubt, aber auch nicht überall. Aus eben diesem Grund. Man kann aus Hanf auch Klamotten herstellen. Man hat ja damals tatsächlich aus Hanf Seile für die Schifffahrt hergestellt. Ne? Das ist hoffentlich allen soweit geläufig. Das sieht man zum Beispiel schön in der Anno-Reihe. Ne? Anno 1503, 1404, 1701, alle brauchen Hanf für Seile für die Schifffahrt. Also, ne? Alter, Mann. Dieser LKW ist ein bisschen unterstärkt. Underpowered, oder wie das heißt. Ne? Es ist schon ein bisschen... Er hat schon gut zu kämpfen. Wie viel PS hat die Karre eigentlich? Wie viel PS hast du? Wow, 370 PS. Wow. Und zieht damit irgendwie 21 Tonnen ungefähr oder so. What the fuck? Also eigentlich sind wir ja irgendwie bei 35, 40 Tonnen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Alter Schwede. Wenn ich überlege, was wir in unserem MAN haben, in Europa zum Beispiel. Da sind 680 PS drin. Ja, es ist schon ein Unterschied. Ob es hier auch so 600-700 PS Motoren gibt? Na ja, geil. Würde ich feiern. So, hier steht wieder so ein Feuerwehr dran, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen aufpassen. Passt. Ja, wir müssen aufpassen, passt. Alles gut. So, wo müssen wir unserem Monster denn einparken? Das interessiert mich jetzt. Da. Ja, krieg ich hin. Das müsste gehen. Ja, da ist Platz, Mensch. Ja, doch, das krieg ich hin. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich müsste allerdings mal wenden. Ich müsste allerdings doch mal wenden. Beziehungsweise halt rückwärts. Ich muss hier halt wirklich rückwärts reinfahren. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich irgendwie überall dann rückwärts reinfahren, so mittlerweile, ne? Weil die Anhänger einfach so extrem lang sind. So, ich wende mal, ne? Ich mache mir hier die Kampfwendung. Kampfwendung, klingt auch irgendwie komisch. Gibt's das als Wort? Ich weiß es nicht. Normal sagt man bei uns dazu Kampfbiege, aber das ist wieder was anderes. So. Es hätte fast funktioniert. Schade. Ich wollte schon angeben, dass ich jetzt das Ding beim ersten Mal eingeparkt krieg. Wo hat's gehangen? Ah ja, da hinten an diesem Pfeiler. Ja, aha, so wie ich mich auch schon wieder gerade. So ein bisschen. Oh, halt, Rückwärtsgang. Halt. So rum. Alter. Ach, wir hängen an dieser Kacklaterne. Ne, wir hängen doch an diesem Pfeiler. Ja. Na gut, ein Stückchen vor wieder. Nicht unbedingt im sechsten Gang losfahren, das kommt nicht so gut, habe ich gehört. Bin mir nicht sicher, halte ich für ein Gerücht, aber... Also bei dem LKW sieht man das, bei dem Trailer sieht man das Ende irgendwie nicht so wirklich, ne? Muss man auch schon mal zugeben, das ist schon ein bisschen tricky. Weg damit. Bitte keinen Schaden, bitte. Nein! Wilson! Ich weiß es nicht. So ein Scheiß. Na gut, 5000 Euro gab es doch immer noch für 470 EP rum. Guck mal hier, 90 EP plus, 28 minus. Scheiß der Hund drauf. So. Ich hänge diesmal keine Fahrt dran und sag bis morgen. Tschüss.